Hallo und herzlich willkommen zu unserer Profisaison beim Skispringen. Das wird die letzte Saison sein, die wir spielen. Wir spielen nicht, bis wir gewinnen. Danach würde ich nämlich ganz gerne mal ein paar andere Projekte machen, beziehungsweise einfach auch ein bisschen kürzer treten. Aber ich habe da schon ein paar Sachen geplant, muss allerdings schauen, wie ich das noch hinkriege. Deswegen gibt es da keine Ankündigungen. Wir spielen Skispringen die komplette Profisaison durch und wir werden erstmal mit unserem miserablen Material an den Start gehen. Springerkarriere, nicht Bundestrainer. Bundestrainer ist nämlich ziemlich langweilig, hatte ich ja mal ausprobiert. Wir sehen im Weltcup 27 Springen, den Rest seht ihr, ich brauche es nicht vorlesen, wir kennen es natürlich auch schon. Schwierigkeit ist schwer, da steckt ja das quasi auch schon drin im Wort Schwierigkeit. Unsere drei Deutschen lassen wir einfach mal raus, die sind zu gut, hier die ganze Konkurrenz. Peter Preutz habe ich irgendwie beleidigt in einer Folge, tut mir leid, ich werde es natürlich wieder machen, weil er es einfach verdient hat. Mobilfunkspot, immer erreichbar in jeder Lebenslage. So lautet der Slogan eines Mobilfunkanbieters, in dessen TV-Spot sie auf dem Donnerbalken sitzend von ihrer Frau angerufen werden. Der dazugehörige Werbevertrag bringt ihnen 1863 im Monat. Nehmen wir natürlich an, Peter Preutz nimmt alles an, was gerade so geht. Er hat auch 130.300 schon auf dem Konto. Gage 1863. Gewachst wird automatisch, natürlich. Trainiert wird ebenfalls, stimmt, ein Trainermarkt können wir aber mal machen. Allerdings ist der Trainer hier, glaube ich, ein bisschen zu kackenteuer. Sollen wir den besten Trainer nehmen? Der kostet natürlich 7600. Ne, komm, nehmen wir mal so einen mittelmäßigen Trainer. Hier kommt der Toni Glatzauer. Der sieht doch schön aus, hat eine schöne hohe Stirn. Da ist Platz, da kann man ihm auch mal ein paar Post-its drauf machen, falls wir mal Nachrichten haben zum Training. Glatzauer ist aufgrund seiner ungewöhnlichen Trainingsmethoden ein Sonderfall. So sieht er auch aus, auf jeden Fall wie ein Sonderfall. Für Springer, die mit anderen Trainern nicht zurechtgekommen sind, war er schon oft die letzte Rettung. Ja, wie wär's denn mal mit dem Schlierenzauer? Der Schlierenzauer, der kommt doch häufig mit Trainern nicht zurecht. Aber gut, jetzt Schlierenzauer ist, glaube ich, die Karriere eh so ein bisschen vorbei. Motivation ist super hoch bei Peter Pravtsch. Training hat jetzt schon ein bisschen was gebracht. Schon sind es nur noch 126.000. Er kratzt sich in der Kimme. Und Yamakusa-Bier. Natürlich, das gute japanische Bier. Wer kennt es nicht? Das ist direkt von den Yakuza gemacht. Allerdings wird es da nicht aus den üblichen Zutaten hergestellt, das Bier, sondern direkt aus dem Blut der Opfer. Die japanische Biersorte Yamakusa entspricht nicht gerade dem deutschen Reinheitsgebot. Da sie in Japan sehr populär sind, bietet man ihnen 2.592 Euro, wenn sie trotzdem dafür werben. Aha. Da sie in Japan sehr populär sind. Nicht nur Yaki Kasai, aber Stefan Kraft, natürlich. Nehmen wir natürlich an, 2.592 ist super. Die Schamesröte ist ihm auch schon ins Gesicht gestiegen. Da wird wieder automatisch gewachsen. Wir können ja vielleicht nochmal einen anderen Trainer schauen. Daher haben wir Carol Capatana aus Rumänien. Der Mann, der ehemalige Trainer der rumänischen Nationalmannschaft, ist so etwas wie das Urgestein der Skispringer-Szene. Erfahrung und unerschütterliche Gelassenheit und sind seine Stärken. Sein Job übt er nur noch zum Spaß aus. Das Gehalt ist ihm nebensächlich. Alter, ja hier, Gehalt nebensächlich, du Drecksack. Kannst du dir sonst wohin stecken? Franz Grenek. Der sieht aber eher so aus, als wäre er aus der DDR. Erfolg und Niederlage. Grenner kennt beides zur Genüge. Mit seinen Wutausbrüchen am Rande der Schanze hat er sich allerdings nicht nur Freunde gemacht. Legendär sind seine Wutausbrüche vor laufenden TV-Kameras, also quasi der Trapatoni des Skispringens. Theo Verstappen. Da fährt der Sohnemann ja gerade in der Formel 1. Nee, der Vater hieß aber Jos oder heißt Jos Verstappen. Ein Holländer als Skisprunglehrer, aber hallo, Verstappen hat schon manchen Konkurrenten das Fürchten gelehrt und sei es auch nur mit teilweise martialischen Kampfansagen, die eher zu einem Boxtrainer passen würden, den nehmen wir, ich finde auch passt genau zum Typ Stefan Kraft, so dieses Animalische, das Stefan Kraft, dem möchte man nicht im Dunkeln begegnen, tätowiert im Gesicht überall, so ein richtiger Bad Boy der Stefan Kraft, aber hallo, deswegen, die passen gut zusammen. Ich hoffe, ich habe Stefan Kraft richtig gut umschrieben. Ich glaube nicht. So, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht, gerade ein bisschen Fußball geschaut. Die Bayern haben sensationell. Das war ein Wahnsinns-Fußballspiel. Die ersten 15 Minuten waren super, der Rest war echt for the cat. So, 3600 im Monat. Schanze des Grauens, die Rückkehr. Wer hätte gedacht, dass sie als Yeti so erfolgreich sein würden? Es passt wie die Faust aufs Auge. Also wenn einer den Yeti geben kann aus dem Skizirkus, dann auf jeden Fall der Kasai, weil er ist vor allem älter als der Yeti.
So, nach der ersten Staffel sollen sie die Gruselserie auch weiterhin mit ihrem Schaubseelerischen, da steht aber Schaubseelerisch, wahrscheinlich ist Noriaki Kasai auch ein Schaubseeler, das soll man auf jeden Fall bereichern, ab sofort für sagenhafte 3600 Euro im Monat. Mhm. Kriegen wir jetzt nur monatlich die 3600 oder kriegen wir das pro Springen? Set the Kästchen. Hier, das ist das Kästchen, um das mal zu übersetzen. So, dann nehmen wir für ihn doch mal vielleicht einen besseren. Die kennen wir schon, Maurizio Farelli. Unter den echten Top-Leuten der Skisprungszene hat der Italiener ihn noch die moderatesten, am moderate Preise. Wer die Honorare seiner höher dotierten Kollegen nicht zahlen kann oder will, findet in ihm doch noch, und das ist so stinklangweilig, vor allem der guckt so böse. Ah, Minwoo Choi, oder Che, der heißt wahrscheinlich Che. Der Shootingstar unter den Skisprungtrainern wird in ihrem Heimatland Südkorea wie eine Nationalheilige verehrt. Natürlich. Also wenn man irgendwie mal als Heiliger verehrt wird. Jesus war auch Skispringer. Und Mohammed bin ich mir auch sicher. Oh, jetzt werde ich gesperrt. Sie ist zwar als arrogant verschrien, doch solange sie Erfolg hat, wird ihr sicher niemand einen Strick draus drehen. Ach komm, nehmen wir mal die Frau Che. Die macht das bestimmt ganz schä. Die Frau Che. Man merkt schon wieder, ich habe sowas von... ein Clown gefrühstückt und auch zu Abend gegessen. Und jetzt geht's in den ersten Weltcup rein. Ich werde sagen, dass ich noch keinen Trainingssprung gemacht habe, weil es natürlich jetzt schon wieder 11 Uhr ist nach dem Champions League-Spiel. Hab mir natürlich pflichtbewusst noch die Interviews angeschaut. Man muss ja was dazulernen. Schanzenrekord 178 Meter. Ich würde mal sagen, Ziel, zweiter Durchgang. Wir sind mal ganz bescheiden. Bin gespannt, ob wir das schaffen oder ob wir gnadenlos untergehen. Das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Wir müssen jetzt in der Quali schon alles geben. Und da sehen wir auch schon in Kusamo. Da starten wir und mal schauen, ob es vom Winde verweht ist. Nee, es geht so leicht böig. Anfangen wird Noriaki Kasai mit einer Wachseinstellung von 64,8%. Das Windkondom weht wild zur Seite. So, zweiter Durchgang. Schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Ja, der war eigentlich ganz gut. Der war eigentlich ganz gut. 100 Meter. Da schlottert der Konkurrenz die Knie. 100 Meter, 81 Punkte. Wir springen jetzt auch nur aus Luke 2, muss man natürlich bedenken. Dafür war der richtig gut. Zieh, Noriaki, zieh, ja, woran denn? So, Stefan Kraft ebenfalls 64,8%. Da haben wir also alle denselben Nichtwachser am Start. Und wir sehen dort Luke 2. Na, sehen wir es? Ja, da sieht man es eingeblendet. So, Stefan Kraft, Konzentration. Der Schnee friert immer ganz kurz ein, wenn wir losgehen. Japanisches Bier in den Adern. Ah, Yamakusa. Oh, Yamakusa-san. Auch 100 Meter. Ein bisschen bessere Haltungsnoten, ein Punkt mehr. Da ist Stefan Kraft-san. Auf jeden Fall, oder Kraft-Sensei wahrscheinlich sogar bald. Oder erstmal, bleiben wir mal bei Kraft-Chan. Ich glaube, Chan ist momentan noch am angebrachtesten. Schauen wir uns den Sprung mal an. Der war richtig gut. Fast alles so hoch. Uiuiui, der war sogar richtig gut. Alles 97, nur Landemanöver und Balance im Flug. Haben wir nach dem Absprung gesehen, da musste man leicht korrigieren. Ich habe gerade mit der Handbewegung gezeigt, wie das war. Peter Preutz reibt sich wieder die Kimme vor Freude. Ich habe natürlich alle Kommentare durchgelesen, deswegen haben wir jetzt auch erstmal das so gemacht, dass wir kein Material gekauft haben. Jetzt aber erstmal Konzentration. Ja, die Landung war ein bisschen verwackelt. 98 Meter. Ja, die Haltungsnoten. Also Peter Priots fällt ein bisschen ab von den dreien. Habe ich jetzt mit Absicht gemacht, um Freundinnen zu verärgern. Also wie gesagt, Kommentare habe ich alle durchgelesen. Dankeschön dafür. Oberstdorfer Skiflugschanze, habe ich den Namen jetzt schon wieder vergessen. Tut mir leid, aber ich habe es gelesen. Ich verspreche auch, dass ich es mir merken werde. Und habe wahrscheinlich dann auch mitbekommen, dass da auch geschrieben wurde, dass dann nächstes Jahr da wieder ein Springen sein wird. Wo dann auch ein etwas älterer Wettbewerb wieder mal aufgerufen wird. Jetzt bin ich mal gespannt. Was macht Franz Kolbinger, der inzwischen, das ist übrigens der Bruder, der aber Finne ist,
von Konstantin Kolbinger. Sehr schwieriges Familienverhältnis. Wir hatten ja was mit der Mutter, wenn ihr euch erinnert. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den schlagen können. Das müsste eigentlich machbar sein. Ich glaube, die Sprünge waren nicht allzu schlecht. Ja, der Kameramann war auch wieder gestern einsaufen. Och, komm. Das war alles. Den hauen wir ja locker in die Tonne. Hallo? Okay, Björn, eine Ruhmhörerin haut uns weg. 5, 6 und 8. Ernsthaft? Okay, liegt vielleicht an den Windbedingungen. Sven Hannawald geht in Führung vor Björn, einer Ruhmhörerin und Primoz Peterka. Sigurd Pettersen haben wir auf Platz 4. Markus Hölzer war an die Witthölzel, oder? Martin Schmidt. Dann haben wir hier Nuriaki Kasai, Hidi, Meister Miyagi, hier Bonsai, Ralf Schwarzwald. Das könnte auch, keine Ahnung, und Roal Jockelsoy. Ralf Schwarzwald, Wesek jetzt Arnisch. Da auf jeden Fall André Malkovic ist Adamalisch. Da sehen wir, was die für Wachseinstellungen haben. So, ich glaube, mehr als 82 Punkte schaffen wir nicht. Die Top 5 mit 86 wird schwierig. So, Peter Priots, ab geht die Post, mein Freund. Jetzt müssen wir mal einen rausknödeln. Der Rücken Nummer 70, voller Selbstvertrauen, gehen wir in den ersten Sprung quasi der Saison rein. Erster Durchgang, Kusamo. Ja, er war trotzdem gut. Er war ordentlich. 100 Meter wieder. 79,5. Wir haben jetzt natürlich eine Luke mehr. Das muss man mit reinberechnen. Deswegen waren die 100 Meter jetzt nicht so top. Die Landung war auch wieder ein bisschen verwackelt. Da müsste eigentlich mehr drin sein. Ja, der war nicht gut. Balance im Flug war nur bei 90%. Das sehen wir aber gleich nach dem Absprung. Da musste man leicht drüber korrigieren. Dann habe ich ein bisschen zu weit drüber korrigiert. Musste wieder ein endlos korrigieren. In den Top 5 haben wir es nicht geschafft. Markus Holzer springt jetzt auf Platz 2. Jetzt kommt Noriaki Kasai. Der Yeti. Der einzig wahre Kasai-Sensei. Na, der war dicht an die blaue Linie ran. Der war dicht dran. Die Landung war nicht optimal. 104, hat doch gute Haltungsnoten, 89,2 Punkte. Das ist nicht so schlecht. Das muss man echt mal sagen. 89,2 Punkte, da freut er sich auch vollkommen zurecht. Wirklich, das war ein guter Flug. Wir machen mal ein bisschen mehr Analyse, damit wir wissen, die Absprungkraft, das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, ich habe zu früh gestartet. Der Zeitpunkt war okay, aber ich habe es zu früh gestartet. Da war also noch ein bisschen mehr drin. Springt auf Platz 4. Die Top 10 damit schon mal sicher für Noriaki Kasai nach dem ersten Durchgang. Stefan Kraft schaut nochmal, ob der Helm sitzt. So, Kasai, jetzt sag ich schon Kasai-Sensei. Kraft-Chan. Ja, das war zu spät. Nee, der wird auch kürzer. Dafür war die Landung etwas besser. Ah, das war jetzt mit dem Absprung irgendwie ein bisschen vermaselt. 101,5, 83,7. Das ist okay. Das ist okay. Das war jetzt nicht der Topsprung. Der vorher war deutlich besser. Von Kasai. Sigurd Pettersen springt hinter Kasai. Primoz Peterka springt in Führung. Und dann schauen wir uns nochmal Sven Hannawald an. Mal schauen, wo der hinspringt. 101,9 Punkte für Björn, einer Ruhmhörerin. Da dachte ich, wir müssten uns vielleicht um den zweiten Durchgang kämpfen. Aber ich glaube, dass das kein ganz großes Problem ist. Die Top 10 sind angreifbar, zumindest bei den Seitenwindbedingungen. Ja, da einen kleinen Skifehler drin gehabt. Absprung gut getroffen. V ein bisschen spät geöffnet, meiner Meinung nach. Er springt aber Richtung Führungsweite. Ich weiß nicht, ob es die 100 Punkte waren. 110 Meter, alter Verwalter. 101,5. Gute Haltungsnoten. Damit ist er knapp hinter Björn Einer Ruhmhörerin. Und Stefan Kraft auf 15, Peter Briots auf 18, Kasai auf Platz 7. Das ist doch eigentlich ganz in Ordnung, wobei da mehr drin war. Deswegen greifen wir jetzt im zweiten Durchgang ganz fresh an und sind wieder hochkonzentriert.
Peter Priots natürlich, er mag die Mutter von Konstantin Kolbinger, wir erinnern uns, mit der hatte jeder was. Ein bisschen Schatten der Luft, oder? Ich wollte diesmal nicht so viel korrigieren in der Luft. 107 Meter, 93,1 Punkte ist eigentlich eine okay Wertung, aber es ist natürlich jetzt auch Luke 4. Wir verbessern uns nicht so sehr, wie es sein sollte. Balance im Flug war nicht gut, das habe ich aber schon gemerkt. Da lange immer so eine leichte Linkslage gehabt. Da sieht man es jetzt auch, wie der linke Arm rausgeht und vor allem wie der Baum davor geht. Ich könnte die Kamera wechseln, aber ich würde den falschen Knopf drücken. Und Thomas de Maizière würde sagen, das würde sie nur verunsichern. Wir gehen trotzdem in Führung. Matti Hautamäki schafft es nicht. Thomas Nurminen, keine Ahnung, ist das Nieminen. Jaakko Nieminen, der Tennisspieler, der hat früher Skispringen gemacht. So, jetzt geht's um die Top 15. Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch in die Top 10 mit Stefan Kraft. Er richtet sich mal wieder den Helm. Find's sehr interessant. Die von den Platzierungen her. Auf geht's, komm. Wir hauen da jetzt auch richtig einen raus. Jawohl, der war richtig gut. Der hat sich auch gut angefühlt. 111,5 Meter. Gute Haltungsnoten mit der 19. 101,7 Punkte. Yes, Mann. Das kann nochmal ein Angriff auf die Top 10 sein für Stefan Kraft. Kusama grüßt oder grüßt. Ne, die grüßen sogar. Super Sprung. Der war richtig gut. Hat man im Flug auch nochmal gemerkt, dass man da einiges rausgeholt hat. Auch statt des Landemanövers war okay. Absprungzeitpunkt 99,9. Richtig geil. 185,4. Jan Ahon springt deutlich kürzer. Schaffen wir die Top 10? Martin Schmidt schafft es auch nicht vorbei. Ja, jetzt wird's eng. Doch, wir haben die Top 10 auf jeden Fall geschafft. Jetzt kommt noch Noriaki Kasai, der einen ähnlichen Sprung braucht, um überhaupt in Führung zu gehen. Ja, reibt dir die Beine, Noriaki. Ist sehr erotisch, super erotisch. Ach, ich bin mal kurz weg. So, seriös bleiben. Kasai Sensei. Der Yeti. Nee, da hat es zu sehr hin und her geschlagen mit den Skiern nach dem Schanzentisch. War aber irgendwie auch ein bisschen von den Windbedingungen schwierig. 95,3. War kein schlechter Sprung, um Gottes Willen. Der von Stefan Kraft war einfach nur auch außergewöhnlich gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Es reicht dann nur zu Platz 5 leider für Noriaki Kasai. Damit wird er wohl eher Elfter werden. Markus Holzer, und da sind wir auch schon aus den Top 5 raus, etwas ungewohnt. 218,6 für Sven Hannawald. Mal schauen, ob Björn Einero Möhren das schlagen kann. Bin mal gespannt. Aber so ist das ja ein ganz anderes Spiel, so macht das richtig Spaß. Natürlich schade, dass das Spiel es eigentlich einem leicht macht zu gewinnen. Skifehler links. Absprung gut getroffen, auch sehr symmetrisch, liegt gut in der Luft. Mal schauen. Ja, Sieg. Das ist der Sieg für Björn Einero Möhren. Also 120,5 Meter, 120,4, 20er Noten. Davon können wir natürlich nur träumen. Definitiv, er ist trotzdem nicht zufrieden, aber er gewinnt deutlich vor Sven Hannawald. Stefan Kraft schafft es in die Top 10. Von Platz 15 auf 9 vorgesprungen. Kasai im zweiten Durchgang leider ein bisschen zurückgefallen. Ich glaube Platz 7 oder Platz 8 hatten wir. Peter Priots nur 16. Zweiter Durchgang war aber auch ordentlich, da hat er sich rehabilitiert. Im Weltcup sieht es natürlich auch ganz genauso aus. Und ich glaube, damals war es noch so, dass sich nur die... Haben sich die Top 15 qualifiziert? Ich lese das schon gar nicht mehr durch. Oder waren es nur die Top 10? Die Top 10? So, müssen wir noch ein paar Punkte verteilen. Ich glaube, ich verteile mal mehr in die Landetechnik, weil ich da ja in letzter Zeit ein paar Probleme habe. So, da Nummer 10. Ach komm, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Hier, zack. Verhandlungsgeschick. Aber dann können wir das so lassen. Ich würde das erstmal so lassen. Das macht Spaß. Ja, der Toni Klatzauer. Ich bin ja schon ein bisschen verliebt in den Mann. Jetzt müsste ich nur noch Männer mögen, dann wäre das auf jeden Fall ein Traumpärchen. Da
den 9. Platz. Ja, ja. Und zack. Ja, und ach komm. Shit on it. Ach, der Jos. Ah, ne, heißt gar nicht Jos. Wie heißt er mit Vornamen? Theo. Theo Verstappen. Jos the Boss. So, automatisch. Und weiter geht's zum Sensei. Oh ja, okay. Und hier nochmal ein bisschen was. Da auch drauf geschissen. Den einen Punkt. Motiviert ist er auf jeden Fall. Wachsen tut er auch vor lauter Motivation vor sich hin. Und die gute Minwoo Che. Wie ist denn der Yongchul Che? Oder der Koreaner, der immer so Anfang des Jahrtausends bei der Fischanzentournee mal es in den ersten Durchgang geschafft hat. Yongchul Che. Trainiert von Jochen Danneberg. Glaube ich. Also, keine Ahnung. So, jetzt sehen wir mal, ob hier die Top 10. Genau, also 16. Peter Breuz auf keinen Fall direkt qualifiziert. Bedeutet, wir müssen tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich jemals in diesem Spiel, außer beim allerersten Springen, mich qualifizieren musste. Ob das jemals der Fall war. So, es ist windstill. Bedeutet, die Konkurrenz ist stärker. Was man hier auch ganz deutlich gesehen hat. Die blaue Linie war nie im Leben zu erreichen. Das könnte sogar eng werden im zweiten Durchgang heute. 76 Punkte. Habe aber auch eine Sicherheitslandung gemacht. Die Qualifikation sollte das auf jeden Fall sein. Aber 76 Punkte. Mal schauen, was die Konkurrenz so geholt hat. Ja, qualifiziert sind wir. Die Top 50 sind ja im ersten Durchgang am Start. Noriaki muss nicht, also die Top 15. Wir machen den Qualisprung aber. Um uns hier schon mal ein bisschen einzugrooven. Die Folgen werden jetzt ein bisschen länger, es sind mehr Sprünge drin. Wir schauen uns auch die Konkurrenz immer mal häufiger an, weil wir den Sieg natürlich auch mitbekommen wollen. Da haben wir ja nichts mit zu tun. Oh, das war zu früh. Und verdreht. Ja. Durchwachsen. Ich würde sagen, schwächer als Breuz. 95,5 Meter. Ja, 72,4, aber qualifiziert ist er ohnehin. Direkte Duelle gibt es nicht, deswegen ist das alles halb so wild. Aber die Top 10, würde ich sagen, sind heute schwierig. Schwierig zu erreichen. Stefan Kraft jetzt auf Platz 9. Jo, wir springen. Und jetzt mal Konzentration, dass wir einen richtig guten Sprung... der war zu... Ach, genau. Das heißt, vergisst's. Aber Bedingungen sind auf jeden Fall gut zum Springen, aber ich muss den Schanzentisch mal besser treffen. 96 Meter ist natürlich ein Witz. Bei den Seitenwindbedingungen waren wir besser, da haben wir 100 Meter zum Teil aus Luke 2 geschafft. Aber die Konstanz fehlt ein bisschen in den Sprüngen. Immer diese Konstanz. So, Michael Uhrmann kommt, aber den schauen wir uns nicht an. Den fand ich generell schon immer sehr langweilig, Michael Uhrmann, muss ich sagen. So, Björn Einer Möhren bestätigt die starke Form aus dem Auftaktspringen. Ach, geil, ARD-Schule wieder. Peter Breuz auf 16, Stefan Kraft auf 18, Noriaki Kasai auf 28. Also, wir müssen uns echt dranhalten. 84,7 Punkte mit einer Luke mehr. Das sollte eigentlich drin sein für Noriaki Kasai. So, auf geht's. Chaka, chaka. Yes, super Sprung, super. Das müsste vielleicht sogar mal eine richtige Topnote geben. Yes, die 20, 90,1 Punkte, Führung für Noriaki Kasai, sauber. Und es kommen nur noch 27, Mann. Yes, Mann, ich pushe mich jetzt voll, weißt du, ich pushe mich jetzt hier richtig. Entschuldigung. Alter, das war aber ein Hammersprung. Der war richtig, richtig gut. V-Stellung im Flug 93%, okay. Wir sollten vielleicht mal ein F machen oder sowas. Spricht man ja gleich aus, ob jetzt V oder F, komm, es hört doch keiner den Unterschied raus. So, den Qualitätswitz haben wir auch gebracht. Auf jeden Fall richtig gut. Führung für Noriaki Kasai, mal schauen. Da springt erstmal keiner ran. Also,
deutliche Verbesserung im Vergleich zur Qualifikation. Top 20 ist drin, Stefan Kraft. Ihr wissen alle, wen er damit meint. So, wenn wir jetzt einen ähnlich guten Sprung machen. Egal, Konzentration, halt die Fresse, Vasi. Ja, der war gut. Die Landung war vielleicht nicht ganz so gut. Doch, aber gibt gute Noten. 88,7. Jawohl, auch vorne mit, also erstmal vorne mit dabei. Aber der hätte besser sein können. Der hätte besser sein können. Absprung war nicht perfekt. Der hätte besser sein können. Absprungkraft nur 90%. Da war mehr drin. Aber immerhin Platz 3 für Stefan Kraft. Jetzt kommt Peter Preuß, unser letzter Mann als 16. der Qualifikation. Wir haben natürlich auch nur 45,3% Wachseinstellung. Haut auch nochmal rein, da ist die Konkurrenz auch besser. Okay, auf geht's, Piotr. Uff. Die Landung aber im allerletzten Moment. Aber der war eigentlich sogar der weiteste, oder? Der hat 4,5. Dreimal die 20. Yes, Mann. 92,1 Punkte. Peter Preuß schlägt zurück. Super. 92,1 Punkte. Sauber. Mal schauen, wie weit es damit nach vorne geht. Balance bei der Landung nicht perfekt. Hat aber anscheinend keinen Punktrichter gestört. Da sehen wir. Führung. So könnte es eigentlich jetzt auch bleiben. Ah, Tamo Kinnunen springt vor uns. Ansonsten sieht es aber erstmal gut aus. Gut, Primož Petecka springt jetzt da rein. Das sieht richtig gut aus. Jetzt kommen die Topspringer, die uns dann verdrängen. Wir schauen uns wieder Björn Einer Möhren an, der Mann im gelben Trikot. Da sind wir natürlich jetzt verdrängt worden. 118 Punkte sind utopisch. Da müssten wir schon aus einer Kanonenkugel rausgeschossen werden, um so weit zu kommen. Was hat er jetzt? Irgendwas mit 2006 hat er hinten auf den Skiern stehen. Er springt aus dem Kamerabild raus. Und? Ach herrje. Ach herrje. Deutliche Führung. 125,8 Punkte. Willst du mir veralbern? Aber gut, 8, 10 und 12. Damit können wir sehr gut leben. Mal schauen, ob wir das im zweiten Durchgang verteidigen können. Ja, da müssen natürlich jetzt 100 Punkte rausspringen, circa. Wir müssen über 100 Punkte holen, um in Führung zu gehen. So, leicht ungeduldig, Stefan Kraft. Über 100 Punkte. Ah, da hat's geruckelt. Och nee. Genau beim Absprung hat es geruckelt. Oh, wie gemein. 104,8. Ach, scheiße. So ein Mist. Na gut, wir haben noch zwei, aber das war jetzt ärgerlich. Genau da hat es geruckelt. In der Wiederholung sieht man das nicht. Aber das war jetzt richtig ärgerlich. Ja, Balance im Flug war dann natürlich schwierig. Da hatte ich keine Chance zu reagieren. Er fällt weit zurück. Er fällt weit, weit, weit zurück. Michael Uhrmann auf Platz 2. Noriaki Kasai versucht die Top 10 zu verteidigen. Ah, das war jetzt blöd. Weil die Sprünge waren eigentlich gut, die wir da im ersten Durchgang gemacht haben. Nur mit Stefan Kraft eigentlich nicht so sehr. Im zweiten haben wir es nicht verbessern können. Ja, der war okay. 109 Meter, deutlich weiter, gute Haltungsnoten, 98,2 Punkte. Wird aber schwierig werden. Das wird nicht zur Führung reichen. Also die Top 10 wird es nicht sein für Noriaki Kasai, aber er springt auf Platz 3. Bedeutet 12. ist er auf jeden Fall schon mal. Primož Petecka wird jetzt auch weiter springen. Setzt sich auf Platz 1. Jetzt kommt Sigurd Petter. Ach Gott, Peter Preuß kommt jetzt. Mal schauen, der erste Sprung, den er gemacht hat, war schon super gut. Super, super Sprung, wie Pep Guardiola sagen würde. Bin ich mal gespannt,
wir das nochmal schaffen. Mist, verdammter. Der Sprung war trotzdem gut in der Luft. So wenig mussten wir bei keinem sonst korrigieren. Wenn wir da noch den Absprung getroffen hätten. 107,5. Was? Eine 17,5? Wegen dem vermasselten Absprung oder warum eine 17,5? Der Sprung war doch... Da war doch kaum Korrekturen drin. Ja, Absprungszeitpunkt ungültig, ist mir schon klar. Aber ansonsten war das doch... Im Flug war das doch super. 95,9, die Landung war gut. Ja gut, ein bisschen gewackelt, aber... Ja, das war jetzt im zweiten Durchgang eher ernüchternd. Ich denke mal, Björn eine Romeurin gewinnt, da brauchen wir nicht drauf schauen. Also, leider keiner in den Top 10, das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Noriaki Kasai auf 11, Breutz auf 16, Stefan Kraft fällt auf Platz 27 zurück. Kasai auf Platz 10, Stefan Kraft auf 15, Breutz auf 16. Nee, dann höre ich jetzt auf, hab keine Lust mehr. Nee, es macht ja richtig Spaß. Wir können ja, wie gesagt, die Saison ist lang. Wir können jederzeit sagen, jawohl, wir wollen uns mal besseres Material holen, um weiter vorne reinzuspringen. Oder wir holen uns mal einen Wachser, der uns die Skier präpariert. Das können wir jederzeit sagen. Aber jetzt ziehen wir das mal durch, zumindest in dieser Folge. Mehr nehme ich, glaube ich, auch nicht auf. Hängt jetzt davon ab, wie es beim nächsten Springen wird in Trondheim. Ansonsten, glaube ich, wäre das die einzige Folge für heute. Ich versuche die dann direkt hochzuladen. Biathlon kommt auch wieder, keine Sorge. Aber da habe ich ein bisschen Prass drauf gerade. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Trondheim und müssen in die Qualifikation auf jeden Fall. Ich glaube, sogar mit zwei Springern müssen wir uns qualifizieren. Windbedingungen, Rückenwind. Das könnte vielleicht ganz gut sein für uns. 61,6% Wachseinstellung ist auch in Ordnung. Peter Preutz muss sich qualifizieren. Trondheim eigentlich eine ganz coole Schanze. In der leichten Dämmerung springen wir schon. Oh, da ist der Ball aber gerade nochmal ziemlich weit rüber. Blaue Linie war weit weg. Die war ganz weit weg. Kein guter Sprung. 90,5 Meter. Man nimmt hier viel Tempo mit 62,4 Punkte. Uiuiui. Aber wie gesagt, der Rückenwind ist böse. Böser, böser Rückenwind. Ich hoffe mal, das reicht. 62,4, das war nicht viel. Die haben 81, dahinter 67,4, der fünfte. Da war Janne Ahon, glaube ich, einfach auch gut. Oh je. Ich hoffe mal... Ja, ja, wir machen den Sprung. Ah, stimmt. Wir müssen nur einen qualifizieren, Peter Preutz. Ich hoffe mal, das reicht auch für den Wettbewerb. Top 50. So, wir müssen uns mal an die Bedingungen gewöhnen. So, Schanzentisch ist okay. Ja, viel weiter ist hier nicht drin, vor allem nicht aus Luke 2. Der war natürlich richtig gut. Das reicht locker für den Wettbewerb. 71,6. Stefan Kraft natürlich schon vorqualifiziert. Kraft-Chan. So, jetzt wollte ich eigentlich mir den Flug nochmal anschauen. Habe natürlich wieder daneben gedrückt an die Goldberger. Da sind wir locker hinter uns. Allerdings, wir sehen da Stefan Kraft schon nur noch auf Platz 5. Unsere Fliegerqualitäten sind gefragt. Beziehungsweise bei Rückenwind sind ja eigentlich die Abspringer meistens nochmal stärker. Und da unsere Werte da generell nicht so hoch sind, liegen wir hier deutlich hinten. Aber immerhin reicht es bislang immer für den zweiten Durchgang. Da kam der Wind jetzt sogar ein bisschen von der Seite bei Kasai, aber wieder ein guter Sprung von Kasai. Also der hat sich alle Reserven hier aufgehoben für die Profis. Die ganze Zeit eigentlich mit der schlechteste Springer. In seinem kotzfarbenen Anzug. Ja, er guckt auch so ein bisschen verwirrt. Wo bin ich hier eigentlich? Das war ein guter Sprung. 93,9 V-Stellung im Flug. Ich glaube, ich muss schneller in die Maus zurückziehen, damit er schneller ins V geht. Aber der war gut. Platz 5. Wir müssen uns da keinen mehr anschauen. Noriaki auf Platz 10, Kraft auf 12, Peter Brüns auf Platz 32. Also, Qualifikation geschafft. Puh, haben wir Glück gehabt. Und wie viele Punkte waren es denn? Naja, 7 Punkte Vorsprung immerhin noch. Sind wir aber jetzt relativ früh dran im zweiten Durchgang. 73,8, eine Luke mehr.
denke mal, dass, ja, Dankeschön. Dankeschön, er mag mich und euch natürlich auch. Und jetzt Konzentration, Peter Breutz. Letzte Mal im ersten Durchgang war er richtig gut, dann ein bisschen eingebrochen. Jawohl. Also, aber hallo, die blaue Linie war ja dermaßen weit hinten. 102 Meter, 85,1 Punkte. Der war mehr als sauber. Du bist der Beste, jawohl. Erstmal ist er auch der Beste und zwar deutlich. Yes. Auch die Balance im Flug war gut. Ja, gut. Ah, ist aber immer noch auf Platz 3. Also Top 15 hat er schon mal sicher für den ersten Durchgang. Jetzt kommt Stephen Craft oder Stephen Force, wie man auch immer will. Wir forcieren jetzt mal den Absprung. Ja, der war deutlich kürzer. 97,5. 78 Punkte. Ja, war ein guter Sprung. Aber ich glaube auch ein bisschen Linkslage, oder? Balance im Flug war nicht gut. 86,9. Ja, genauso hat es sich auch angefühlt. Beim Steuern. Ja. Da sieht man auch, der rechte Arm versucht immer zu korrigieren. Ja, das wird hoffentlich für den zweiten Durchgang reichen. Sollte es aber eigentlich auch. So, Noriaki kommt, Peter Breutz weiterhin auf Platz 3. Stefan Kraft schwächelt ein bisschen, habe ich das Gefühl. So, Kasai-san, Sensei. Oh nein. 72,6 Punkte. Oh oh. Oh oh. Damit meine ich keinen Teletubby. Oh oh. 72,6. Uff. Aber haarscharf für den zweiten Durchgang qualifiziert. In Führung natürlich. Nee, nicht natürlich, aber in Führung ist Hideo Miyagi. Peter Breutz auf Platz 7. Sehr gut. Also, da war allerdings qualitativ einiges an Unterschieden da. Ich habe sowieso das Gefühl, dass ich das Spiel früher besser beherrscht habe als jetzt. Aber was soll's. Okay, auf geht's. Komm, Kasai. Jetzt im zweiten Durchgang vielleicht nochmal Richtung Top 20 angreifen. Die Abstände waren nicht so groß. Die blaue Linie haben wir nicht... Achso, stimmt, wir sind der Erste im zweiten Durchgang. Von daher ist die blaue Linie, glaube ich, nicht so eindrucksvoll. 93,6 Punkte und mit Ruckler. Hatten wir früher beim Skispringen nie. Ich habe relativ sehr viel noch zu bearbeiten auf der Platte von Stardew Valley. Wie gesagt, ein Spiel, an dem ich mich sehr festsuchte und ich noch so viel zu bearbeiten. Das sollte ich vielleicht jetzt nach der Aufnahme hier mal machen. Absprung war gut, eigentlich auch die Balance im Flug war ordentlich. Balance bei der Landung war nicht richtig gut. Aber trotzdem guter Sprung. Da müssen die anderen erstmal rankommen. Und das tun sie nicht. Na, Martin Schmidt zieht vorbei, aber na, die Top 20 wird es, glaube ich, knapp nichts. So, 21. wird es wahrscheinlich werden für Noriaki Kasai. Jetzt Stefan Kraft, der ja eigentlich das größte Potenzial hat. Da ist noch was drin jetzt im zweiten Durchgang. Trotz Ruckler. Trotz Ruckler sehr sauber durchgekommen. 106, gute Haltungsnoten, 93,3. Er freut sich auf jeden Fall. Da könnte es vielleicht noch ein, zwei Plätze nach vorne gehen. Position 18 war es nach dem ersten Durchgang. Er freut sich und er geht in Führung, allerdings nur mit 0,5 Punkten.
Und das war's auch schon. Na, da lassen wir noch einen hinter uns. Na, sogar ein paar mehr. Aber es wird, ja, es wird Platz 16 wahrscheinlich werden. Mit Kasai wird es ganz schwer, den Platz zu halten. Gerade wo Roa Jokelsoy da jetzt noch so einen Satz hingemacht hat. 188,2 Punkte. Das können wir nicht schaffen. Aber Tammo Kinnunen, würde ich mal sagen, die 180, 103,6 Punkte, 112 Meter schaffen wir nie im Leben. Okay, auf geht's, komm schon. Das war ein sauberer Flug. Ein sauberer Flug. Auf 106 Meter. Dreimal die 20. Jawohl. 94,8 Punkte. Damit können wir definitiv leben. Und es könnte zu Platz 2 reichen. Ganz knapp vielleicht. Oder? Ja, Platz 0,5 Punkte. Oh, wie ärgerlich. Aber Top 10 für Peter Preutz. Ha! Da haben wir sogar noch eingeschlagen. Boah, wie knapp das alles ist. Wie ärgerlich. Sven Hannawald. 215,3. Jetzt schauen wir nochmal. Hideo Miyagi zum Abschluss dieser ersten Folge. Die finde ich ganz spannend war, auch wenn wir natürlich nicht ganz vorne reinspringen. Ein paar kleine Wackler von mir drin, aber auch ein paar gute Sprünge. Da ist wieder eine Frau erschossen worden, gerade im Hintergrund, aber passiert. Bisschen Schwund ist immer. Das wird aber ein enges Höschen. 115 Punkte bekommt er. Das war hinten schon ausgerechnet. 115 Punkte. Ich glaube, damit hat er nicht gewonnen. Platz 2, glaube ich. Ah, nee, doch, es reicht. Ganz knapp allerdings. 1,1 Punkt. Zweiten Durchgang ein bisschen was verloren. Peter Breutz auf Platz 8. Sehr gute Platzierung. Stefan Kraft auf 16. Kasai dann wie angekündigt schon nur auf 21. Aber da haben wir es halt im ersten Durchgang vermasselt. Der Sprung war eigentlich gut. Besser als der von Kraft. Aber hat nicht ganz gereicht. Bedeutet, wir haben keinen mehr in den Top 11. Im Gesamtweltcup. Peter Preutz auf 12 jetzt vorgesprungen. Kasai auf 13. Stefan Kraft nur 18. Aber die Abstände sind ganz gering. Und ich denke, dass es mir gerade wirklich Spaß macht. Hänge ich noch eine Folge hinten dran. Dann haben wir auf jeden Fall noch eine Folge, in der wir genau mit diesen Vorgaben springen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Weltcup in Trondheim wieder. Und dann geht's auch nach Harachov. Da machen wir Trondheim und die beiden springen in Harachov. Dann kommt Engelberg und dann geht's auch schon zur Vierschanzentournee. Und da wird's natürlich besonders spannend mit K.O.-Wettbewerb und allem. Ob wir uns dann überhaupt immer für den zweiten Durchgang qualifizieren, steht da natürlich noch eher auf der Kippe, als es jetzt hier bei dem ganz normalen, die Top 30 kommen weiter. Der Fall ist. Bislang haben wir es immer geschafft, auch mit ein bisschen Glück mit Kasai gerade. Aber wie gesagt, mir macht Spaß. Ich nehme noch eine Folge auf. Dankeschön fürs Schauen, Dankeschön fürs Kommentieren. Ich habe natürlich alles durchgelesen und auch geantwortet, soweit es ging. Und dann sehen wir uns in Trondheim wieder beim nächsten Springen, beim RTL Skispringen 2007. So, nochmal schöne Abmoderation machen. Ach komm, will doch keiner hören. Bis morgen.